Willkommen meine lieben Freunde zu mein nächstes neues Let's Play Projekt von mir. Ja, ihr seht es ist Saw 2 Flesh and Blood, Fleisch und Blut. Ja, Jigsaw ist wieder zurück mit neuen Fallen und tödlichen Spielen. Und ich kann nur einfach sagen, ich bin froh, endlich dieses Spiel zu haben für die PlayStation 3. Ohne Witz, weil das Spiel ist so selten. Aber ich habe es Gott sei Dank gefunden, habe es mir direkt geholt und zack, kann ich jetzt spielen. Besser gesagt, Let's Play für euch. Ja, für die Leute, die quasi mein Let's Play-Projekt von Saw 1 gesehen haben, also beziehungsweise wo ich Saw 1 gespielt habe, wissen ja bereits, wie ich Saw stehe oder wie ich Saw mag. Also ich bin wirklich ein großer Fan der Saw-Reihe und ich liebe das Saw-Franchise. Aber, natürlich sage ich immer, aber das heißt jetzt nicht, dass ich alle Filme mag. Nee, es gibt eine Filme, die mag ich ultra sehr gerne. Es gibt Filme, die ich nicht so gerne mag. Und es gibt Teile, wo ich sage, die sind okay. Und von der Story jetzt her, wo das Ganze spielt. Das Ganze spielt nämlich natürlich nach den Ereignissen von dem ersten Teil, quasi von dem Film und von dem Spiel. Aber das Ganze spielt noch vor Saw X und Saw 2, also von den Filmen. Okay, ich würde mal sagen, mehr habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich würde jetzt einfach sagen, spielen wir doch ein brandneues Spiel. Oh fuck, und direkt geht es los mit einer Falle. Oh Gott, nein, das ist... Oh, Alter, ist das heftig. Das ist krank. Wir müssen unser Auge aufschneiden, also ganz ehrlich, nicht mal ich würde sowas trauen. Okay, nochmal. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, das ist einfach schmerzhaft. Oh Gott, der Arme. Das ist fies. Oh Gott, nein, was hast du vor? Oh, okay, komm. Oh, doch nicht mit dem Daumen. Oh, ist das eklig. Ja, schmerzhaft. Aber wir haben es geschafft. Okay, und da sind wir nun wieder in Jigsaw-Spielchen. Okay, so, wir sind natürlich jetzt auch ein anderer Kerl. Wir sind jetzt nicht Tab, weil Tab haben wir ja im ersten Teil gespielt. Übrigens, ich finde auch ziemlich witzig, was für kleine Parallelen die Spiele zu dem Film haben. Vor allem die Anfänge. Im ersten Teil war das so, dass wir mit dieser umgekehrten Bärenfalle aufgewacht sind. Und das war eher so halt das Easter Egg aus dem ersten Film. Und jetzt hier im zweiten Teil war der Anfang genauso wie im zweiten Teil des Films. Da sind wir auch, waren wir auch, besser gesagt im Film, war ja auch so ein Kerl mit dieser komischen Fallenmaske, nenne ich die jetzt, diese Gesichtmaske. Und wir mussten genau das gleiche machen, also sein Auge war total zugenäht, er musste sein Auge aufschneiden, um den Schlüssel zu bekommen. Okay, aber die Spielregeln kennen wir auch bereits, also es ist jetzt auch hier nichts Neues.
Und ja, ich habe das jetzt vielleicht vergessen am Anfang zu sagen. Oh, was ist hier? Das hat wirklich wehgetan. Wenn Sie verletzt sind, finden Sie einen Gesundheitshypo und wenden es an sich an, um die Schmerzen zu unterdrücken. Ah, okay, Spritzen. Ja, die Spritzen kennen wir doch schon. So, aber ich bin erstmal ja voll. Und was haben wir denn hier? Jetzt ist die Zeit, einen klaren Blick auf sie selbst zu werfen. Okay, wir werden natürlich weiter getestet. Aber was ich sagen wollte ist, was ich eigentlich noch am Anfang sagen wollte ist, dieses Spiel sollte man nicht mit schwachen Nerven spielen. Also, wer die Saw-Filme kennt, dann wissen die auch, wovon ich spreche. Okay, ja, hier haben wir nochmal die Maske. Ach du Scheiße. Okay, was hat denn mit er uns gemacht? Und hier haben wir das erste Rätsel. Sehen Sie sich um. Ah, okay, ich sehe es jetzt schon. Ich weiß, was wir machen müssen. So, das war ja. So. Dann. Ah, okay, verstehe. Es bewegt sich hier alles mit. Halt, Moment mal, Moment mal. Der Punkt, wo war der denn? Okay, ach so, der Punkt war oben. So, der musste so hin. Dann hier unten. Und der so hin. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Habe ich was übersehen? Eigentlich habe ich das doch richtig gemacht. Ach so, es sei denn, der Pfeil muss hier hin. Dann der Kreis nochmal hier oben. Okay, jetzt bin ich echt sprachlos. Was mache ich denn hier falsch? Beide Kreise sind oben und unten. Ah, Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Oder? Ah, shit, shit, shit. Also, das ist richtig. Das soweit auch. Der muss doch. Oder es ist umgekehrt. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Es war einfach umgekehrt. Und? Oh mein Gott, Leute, schaut mal. Ich trage Schuhe. Ich trage Schuhe. Wie geil ist das denn? Und es ist verflucht dunkel hier drin. Sie haben jetzt eine Taschenlampe, die Dunkelbereiche erhellen kann. Drücken Sie Dreieck, um sie an- und auszuschalten. Okay. Eine Taschenlampe und. Natürlich haben wir jetzt die Glasscherben, aber ich kann jetzt einfach so problemlos drauftreten, weil wir haben Schuhe. Sie können es sehen, aber verstehen Sie es auch, Campbell? Okay, 573, ein Code. Okay, Moment, was haben wir denn hier? Bärenfalle? Okay, das war gerade wirklich aus dem ersten Teil, aber das ist doch gar nicht passiert. Wir haben es doch überlebt. Schraubenzwingerbrecher-Experiment. Oh. Sägeblatt. Oh. Oh, die arme Melissa.
Stimmt, okay. Wie es aussieht, sehen wir nochmal die alten Fallen aus dem ersten Teil. Ja, das sind schon fiese Fallen. Pendlerklinge. Ja, die kennen wir auch noch schön aus der Erinnerung. Ja, das stimmt. Wir haben ja alle das erstmal die umgebracht. So, 573 war das ja. 5, 7 und 3. Und wir haben's. Okay, Moment mal, haben wir noch etwas übersehen? Nope, okay. Ach du Scheiße. Das Haus ist nicht mehr stabil. Das komplette Gebäude ist ja eine Falle. Ein Rohr. Und das hat wirklich alles Jigsaw geplant. Bis zum letzten Detail. Ich sag's euch, der Mann ist eigentlich ein Genie. Oh mein Gott. Ich bin draußen und. Oh! Wir sind natürlich jetzt auch nicht alleine. Natürlich sind hier auch andere Spieler beteiligt. Die wollen uns wahrscheinlich auch uns hier alle umbringen. Ich meine, wir kennen doch die Spielregeln. Oh, das ist fies. Echt hier arschdunkel, also die Taschenlampe bringt jetzt auch nichts viel. Oh, war das hier Schweinebärmann? Schweini, bist du es? Er ist wieder da. Oder war das John? Das finde ich irgendwie auch interessant. Wir haben ja eigentlich auch John Kramer, also Jigsaw, gesehen. Im ersten Teil war es jetzt noch so ein bisschen unbekannt. So, speicher dein Spiel. Okay, wir können jetzt hier auch sogar speichern. Machen wir doch mal. Und es wurde gespeichert. So, Nagel und Spritzen. Könnte ich immer gut gebrauchen. Ja, also wie gesagt, im ersten Teil war es ja, also es ging ja damals um herauszufinden, wer der Jigsaw Killer ist. Das war Tab. Das war seine Sucht. Puzzleteil. Puzzleteil. Du hast ein Puzzleteil gefunden. 1 von 25. Okay. Beginne mit den Ecken. Aha. So, Moment mal. Wenn ich jetzt auf Start drücke. Okay, komme ich jetzt nur auf Menü? Ah, wenn ich jetzt Select drücke, habe ich jetzt die Karte. Dann haben wir einmal Tagebuch. Okay, wir können Tonbänder einsammeln. Interessant. Und Inventar. Okay, wir können insgesamt 4 Spritzen einsammeln, 3 Nägel und der Rest ist noch als unbekannt. Sammelobjekte. Billypuppen insgesamt 7, Fallakten 50, Tonbänder 20. Okay, Einstellungen brauche ich jetzt nicht. Ich wollte nur einfach nur gucken, was ja jetzt alles so gibt in den Menüs. Und hier können wir jetzt das Schloss knacken. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen anders wie im ersten Teil. Das ging doch noch. Oh. Der Schweinebärmann ist da. Aber das muss dann auch ein komplett neuer Kerl sein, oder? Weil ich meine, den Schweinebärmann haben wir ja im ersten Teil umgebracht, aber komischerweise haben wir nie unter der Maske geschaut, wer das ist. Es muss wohl ein neuer sein oder einer, den man aus dem Film kennt.
So, Moment, was steht denn da? Geschichte wiederholt sich. Shit, that was close. Yep, auch das kennt man schon bereits. Oh Gott, was muss er denn hier machen? Ach, natürlich. Natürlich wird es nicht gezeigt. Ach man, ich will irgendwie mein Feuerzeug haben. Weil die Taschenlampe bringt mir fast rein gar nichts. Wird dir gerade verprügelt oder was? Alter. Oder ist das hier der... Wer macht denn solche Stampfgeräusche, Alter? Wer ist denn bitte schon so schwer, um das hier wackeln zu bringen? Okay, ich merke jetzt schon, das wird richtig mein Fluch sein. Das hasse ich jetzt schon. Rennen Sie um Ihr Leben. Um Ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu verändern, halten Sie R1 nach unten gedrückt. Rennen kann Ihr Leben retten, wird aber in einigen Situationen das Überleben erschweren. Okay. Tür verriegelt. Watch yourself. Warte, warte. Aufpassen, wo du hintrittst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, Kumpel, Kumpel, Kumpel! So, wir müssen ihn irgendwie, keine Ahnung, ihn weglocken oder sowas. Also schlagen können wir leider nicht. Ich weiß, das Kampfsystem ist hier komplett anders. Also, so richtig schlagen können wir jetzt leider nicht. Ich verstehe, was wir machen müssen. Ja, komm, komm, komm! Uah! Wir müssen ihn irgendwie da reinlocken. Ah, das ist immer schwer. Ich habe Angst, dass er mich erwischt. Na! Ah, komm, 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 die paar Meter. Guck, guck! Ach nö, komm schon! Ah, verdammt. Jawohl. Okay, wir haben's. Muss ich mich heilen oder... Ja, ich sollte mich lieber heilen. Okay, mit L1. Okay, ich meine aber im alten Teil war das eher mit Viereck. Oder mit Dreieck. Ich habe keine Ahnung. Und natürlich, wir werden beobachtet. Hi, Jiggy, ich bin's. Ich habe die nächste Herausforderung bestanden. Ich will auch irgendwie unbedingt die Akten finden. So, Spritzen haben wir. Okay. Der Raum ist ziemlich dunkel. Wir haben einen Schrank. Ein Koppler. Haben wir noch etwas? Nee.
Eine Uhr. 4 Uhr. Müssen wir das merken? Schon wieder eine Uhr. 9 Uhr. Okay, hier ist nichts. Ach, guck mal, hier ist eine Billy-Puppe. Hier ist eine Billy-Puppe. Was war das denn zum Teufel? Lichtschalter. Okay, aber wie komme ich denn? Wie komme ich denn da rein? Ich will diese Billy-Puppe haben. Puppen. In jedem Bereich befinden sich eine Puppe, die sie finden müssen. Sie sind mit Jigsaw hinterhältiger Puzzlen verriegelt. Es ist nicht erforderlich, diesen Puppen zu sammeln. Jedoch belohnt Jigsaw diejenigen, die ihren Wert schätzen. Ja, dann würde ich mal sagen, sammeln wir doch mal die Puppen. Okay, hier ist Speicherpunkt, gut zu wissen. Aber ich will diese Puppe. Ich glaube, hier komme ich eh nicht drüber. Nee. Okay, ein Rätsel. Okay, ich verstehe. Die müssen immer so mit Gelb-Rot in Verbindung kommen. So, halt, Moment mal. So. Dann so. Nee, das macht aber keinen Sinn. Ich brauche hier Strom. Nee, das passt. Das passt nicht. So. Ah, das ist jetzt nicht so einfach, wie es aussieht. Das hätten wir schon mal. Okay, wir haben's. Wir haben's. Ja, also man muss sich einfach nur hier ein bisschen hier reinspielen. Okay. Ein Code. Okay, ich glaube, das hat etwas mit den Uhren zu tun. Ich wollte schon sagen, Turm sagen. Alter, ich um wieder meine Sprachausgaben, ne? So, Moment mal. Wir haben ja erstmal zwei Uhren gefunden. Das war einmal der Raum. Der ist rot, den müssen wir vielleicht merken, selbst die Farbe. Das war 4 Uhr. Rot 4, grün 9. Rot 4, grün 9. Rot 4, grün 9. So. Rot war 4 und grün war 9. Aber was ist blau? Was ist blau? Hier muss irgendwo ein blauer Raum sein. Nee, der ist nicht blau. Ist hier vielleicht irgendwo eine Uhr? Naja, also hier sehe ich jetzt keine Uhren. Ah, Moment mal, der Raum ist auch hier blau. Ah, guck mal. 3, okay. Blau ist dann 3. Ja, die Uhr war schon ein bisschen fies versteckt, aber wir haben's. Jawohl, we did it. 1 vor 7. Ich brauche keine große Herausforderung. Naja. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, da ich ja gerade auf die Zeit achte, werde ich hier gerne die erste Folge beenden. So leid es mir auch tut. Ja, das war schon die erste Folge. Ich hoffe, die erste Folge hat euch natürlich gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like da lassen. Lasst auch gerne mein Like da oder schreibt auch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich positiv freuen.
Und mich würde es auch eigentlich furchtbar interessieren, wie findet ihr eigentlich mittlerweile Saw? Wie findet ihr das Franchise? Mögt ihr eigentlich die Spiele? Bisher gesagt, den ersten Teil, jetzt auch den zweiten Teil. Also ich bin bei dem zweiten Teil jetzt echt wirklich gespannt, weil ich spiele das gerade zum ersten Mal. Okay. Na dann Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Saw 2 Flesh and Blood. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.